Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test auf jeden Fall die Cracking-Bälle von Nico. Einmal in der Norma-Variante und einmal in der normalen Lucky 8-Variante. Die sind aus dem Baumarkt und die haben wir, wie gesagt, aus dem Norma. Beide kosten 3 Euro, sprich 1 Euro pro Ball. Jeder Ball hat 12 Gramm NEM und ich würde mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung. Wenn ich noch irgendwo die Leslie-Cracking-Balls habe, werde ich sie auch noch mit dazu holen. Ansonsten muss uns erstmal dieser Test reichen. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, jetzt testen wir mal auf jeden Fall die Cracking Balls von Nico. Und jetzt schauen wir uns mal die 8 Balls, testen wir dann auch noch im Anschluss. Also werden wir die beiden mal vergleichen. Bleibt dran. So, jetzt sind aber erstmal die Cracking Balls dran. So. Nehmen wir erstmal den roten. So, relativ okay. Mit den grünen noch. Und noch den goldenen. Ja, ich finde für 2,99 für Discounter machen sie eine gute Performance. Also Freunde, bis dann. Gleich für die Lucky 8 dranbleiben. Für die linken, nicht die rechten? So, wir haben jetzt hier im Vergleich die Lucky 8 und die aus dem Norma, die Cracking Balls. So, die Kollegen dürfen zünden. Moment, so. Also ich würde zuerst bitte die Lucky 8 sehen wollen und danach dann die anderen Cracking Balls. Jedes Paket kostet 3 Euro. Dann haben wir, zwei zünden und die letzten beiden. Also das ist egal, einfach schnell. Okay. Das kann ich nachher zusammenschneiden. Okay. Also kommen jetzt zuerst erstmal die Lucky 8. 12 Gramm pro Ball. Ja, ist aufgegangen, mal gucken. Ist wieder aufgegangen. Man müsste echt mal Papier drum machen, weil die gehen andauernd auf. Also alle drei sind aufgegangen. Und jetzt kommen die aus dem Norma, die Cracking Balls. Das sind halt die für 3,99, die drei verschiedenen Farben. Gucken, wie die abschneiden. Ich fand die genauso. Echt? Ich fand die ganz gute Schüsselgröße. Ja, du darfst ja nicht vergessen, die anderen drei sind gerade alle auf dem Platz. Die Sterne lagen ja alle fast vorne. Das nenne ich eine Aufplatzerei, aber auch gut. Ja, ich muss sagen, die aus Norma sind doch ein kleines Stück besser gewesen als die Lucky 8, aber haben gleiche NEM. Aber es ist nur ein minimaler Unterschied. Also ihr könnt beide kaufen. Macht's gut, Freunde.